scene. You read it so obsessively, you can't see clear anymore. Da erscheint sie schon auf dem Bildschirm in groß, nämlich unsere Impulsgeberin für heute. Ihr Name ist Steffi Kammermeier und sie ist so ein richtiges Multitalent. Und als Business Coach, Regisseurin und als Kreative, auch als gestandene Frau und Mutter, ihre Töchter sind heute dabei. Herzlich willkommen. Weiß sie, wie schwierig manche Lebenssituationen sein können, ob im Beruf oder im privaten Bereich. Gespeist aus ihrer profunden Lebens- und Berufserfahrung gibt sie wichtige Impulse und Werkzeuge, die sie, die dich in Schlüsselpositionen, Schlüsselsituationen und an Wendepunkten voranbringen. Ihr Thema heute: Scherbenschätze, wie wir Kraft in Krisen entdecken. Liebe Steffi, ich freue mich sehr und begrüßen Sie mit mir, Steffi Kammermeier, und die Bühne und das Mikrofon gehören dir. Danke, liebe Martina. Ja, Scherbenschätze, wie wir Kraft in Krisen entdecken, das ist wirklich ein bisschen knifflig, weil erstmal schaut es ja gar nicht so aus, dass man Kraft und Krise zusammenbringt. Zumal wir in einem Zeitalter des Perfektionismus sind. Alles muss total stimmen, zusammenpassen, eben ja, perfekt sein. Und wehe, wir schaffen es nicht, uns selbst zu optimieren. Die perfekte Beziehung haben, den perfekten Body, das perfekte Gehalt. Ständig schielen wir auf andere, die es offenbar besser hinbekommen wie wir. Weil wir insgeheim denken, wir sind der wandelnde Beweis dafür, dass wir Loser, Hochstapler oder Nichtsnutze sind, weil wir in Krisen stecken, weil wir Fehler machen, Trennungen erleben, Bruchlandungen aushalten müssen, weil wir das Ding mit dem Erfolg vielleicht nicht so gut hinbekommen, wie uns ja oft in der frühen Kindheit schon mitgegeben worden ist, dass das wichtig wäre. Und dann denken wir, wir sind weniger wert als andere. Dabei, und das möchte ich euch heute mitgeben, tragen wir eigentlich unglaubliche Schätze in uns. Ich habe ein Bild von mir, das ich euch heute zeigen möchte. Ich stelle mir vor, das Leben ist ein Rucksack und wir sind alle Wanderer. Und wenn wir jemanden kennenlernen, setzen wir uns also quasi gemeinsam hin und jeder packt nach und nach seinen Rucksack aus. Das kann ja je nach Alter, kann das schon auch ein ganz schön großer und schwerer Rucksack sein. Wenn man sich noch nicht so gut kennt, dann zeigt man natürlich meistens nur die Außenseite her. Wir denken, das sei das Wichtige, dass wir beeindrucken, gefallen, anziehend sind. Aber irgendwann macht man halt dann doch seinen Rucksack auf und holt, ja, wie soll es auch anders sein, erstmal die schönen Dinge raus. Die Teile, auf die wir stolz sind, die uns Ehre machen, die uns gut dastehen lassen. Tapferkeit, Bildung, Expertise, Leistung, Erfolge. Alles, was uns was angesehen ist und uns vermutlich positiv dastehen lässt. Es liegt also alles sozusagen griffbereit oben auf im Gepäck, poliert, glatt, aber im Grunde taugt vieles nur für den Moment. Wie viele Trophäen verstauben irgendwann im Regal oder landen auf dem Fensterbrett im Klo? Oscar-Gewinner wissen das. Interessanter wird es etwas weiter unten im Rucksack. Da liegt nämlich quasi unser Alltagsleben. Alltagswerkzeuge, Fähigkeiten, Wesensanteile, die wir täglich gebrauchen, um durchzukommen. Durchhaltevermögen, Pragmatismus, Multiple Tasking, ja, oder die Fähigkeit, trotz schlafloser Nacht noch ein volles Tagwerk zu verrichten, verbale Fähigkeiten, Sozialkompetenz, Geschicklichkeit, Gesundheit, ja, Humor genauso und so weiter. Und das ist dann aber eher schon das Abgeschabte, das Zerknitterte, das Vernarbte, Gebrauchte. Also das mit den Kampf- und Abnutzungsspuren. Und auch wenn die nicht so hochglanz sind,
sind es aber trotzdem sehr nützliche Dinge und Werkzeuge, Strategien, Kompetenzen, Verarbeitungsfähigkeiten, Schutzmäntel. Also Dinge, die durchaus nützlich sind, aber naja, halt nicht so spektakulär wirken. Naja, und irgendwann kommt dann der Bodensatz im Lebensrucksack, die Scherben. Das sind die lang verborgenen Dinge, das Unschöne, Zerbrochene, Verdrängte, Zerrissenheit, Verletzung, Kränkung, Leichen im Keller, kurz all das Missglückte, Seelenmüll, sagen manche ziemlich abfällig. Im Grunde aber sind es genau diese Scherben, die zeigen, dass man sein Leben lebt, dass es um etwas geht. Und die zeigen, dass wir entschlossen sind, uns mit allen Mitteln durchzuwursteln, dass wir überleben wollen und uns wahrhaft wacker herumschlagen mit diesem, seltsamen Ding Leben, weil eigentlich weiß ja sowieso keiner, wie Leben wirklich geht. Dann machen wir uns nichts vor, es geht nie ohne kleinere und größere Desaster, ohne Krisen, Trennungen, Verluste, Ängste, Scheitern, ohne eben diese Scherben. Und diese selbst im schönsten Rucksack drin. Bei jedem, wirklich jedem. Und weil es so ist, können wir vor allen Dingen erstmal die Scham darüber einfach mal sein lassen. Und wir können aufhören, uns selber zu bezichtigen, dass wir sowas überhaupt haben. Das bringt uns nämlich überhaupt nicht mehr weiter. Im Gegenteil. Was passiert? Wir stagnieren und unser Selbstbewusstsein wird immer mickriger. Also, was tun? In meiner Arbeit als Coach geht es oft erst einmal darum, anschauen. Ganz pragmatisch, neugierig und ganz wichtig, ohne Bewertung und Scham. Und dann, ja, sortieren. Und schauen, welche von den Scherben sich vielleicht wieder zusammenfügen und kitten lassen, so dass man kaum mehr sieht, dass was kaputt gegangen ist. Da habe ich was zum Beispiel. Da sieht man das auch ganz gut. Das kann man wieder schön kleben. Und dann kann man es auch wieder benutzen. Ein guter Kit ist zum Beispiel Aussprache, Versöhnung, Vergebung, den Anspruch aufgeben, Recht zu haben und sich wieder zu begegnen. Natürlich gibt es auch Scherben, wo man nichts mehr retten kann. Dinge, die für immer zu Bruch gegangen sind, wo wir nichts mehr reparieren können. Auch wenn vielleicht noch ganz gut erkennbar ist, was es einmal war. Da können wir überlegen, ob wir wenigstens die Funktion wiederherstellen können. Zum Beispiel, indem wir kreativ werden und improvisieren, ausprobieren, neu erschaffen und neu definieren. Da kann dann sogar auch mal was ganz Außergewöhnliches entstehen. Es funktioniert wieder und sieht nebenbei auch noch sehr spannend aus. Ja, und dann haben wir noch die vielen kleinen Scherben, die sich nicht mehr zu einem Ganzen zusammensetzen lassen. Und die können wir aber auch würdigen, weil sie einst vielleicht zu was Wertvollem gehört haben, weil sie eine tolle oder verrückte Form haben oder weil sie für sich genommen einfach schön ausschauen. Die lassen sich wertschätzen, indem wir sie zum Beispiel auch neu zusammensetzen, wie ein Mosaik, das dann wieder ein ganz neues und überraschendes Bild ergibt und ja manchmal sogar wie ein kleines Wunder ist. Niemand hätte das gedacht, wenn er seine Scherben so anschaut. Allein indem wir sie würdigen, bekommen unsere Scherben etwas Kostbares. Werden sie zu schätzen, zu Scherben schätzen. Sich dessen bewusst zu werden, hilft uns auch dabei, widerstandsfähiger zu werden.
und angstfreier. Ja, resilienter, sagt man ja. Dass ich Dinge anpacke, weil ich weiß, dass Scheitern einfach passieren kann. Denn wenn wir erfahren, dass wir selbst die schlimmen Erlebnisse zu etwas noch Gutem verwandeln können, können wir ja auch mutiger, furchtloser und selbstbewusster vorangehen. Also schauen wir unsere Scherben, letztlich sind es ja die Anteile in unserem Innern, mit Stolz an. Denn sie machen uns erst zu dem Menschen, der wir sind. Das muss man sich auch mal vorstellen. Erst durch die Scherben werden wir überhaupt wirklich Menschen. Und darum geht es ja auch im Leben, ums Menschwerden. Mit all seinen Kanten und all seinen bunten und merkwürdigen Facetten. Und in diesem Sinn wünsche ich euch viele, viele wunderbare Scherbenschätze.